Meine Damen und Herren, die gute Nachricht gleich vorneweg: seit über 1000 Tagen regiert in Deutschland Rot-Grün. Und was soll ich Ihnen sagen? Als ich heute Morgen aufstand, da kam immer noch Strom aus der Steckdose. Was kein Mensch geglaubt hat, das rot-grüne Chaos lässt die Deutschen völlig kalt. Die Menschen gehen nach wie vor morgens brav zur Arbeit, abends in die Kneipe, anschließend wahlweise ins Bett oder auf Asylantenjagd. Nicht einmal die Bundeswehr hat sich aufgelöst oder ist zum Feind übergelaufen. Okay, zugegeben, der Verteidigungsminister ist inzwischen läufig. Ja. Rudolf Scharping mutiert mehr und mehr zu einem fleischgewordenen Fettnapf-Suchgerät. Unser lieber, toller Trottel der Kompanie, der steckt mitten im Johannistrieb, meine Damen und Herren. Sie kennen das vielleicht, Johannistrieb, das ist das Frühlingserwachen des Mannes in der Blüte seiner Arterienverkalkung. Also wenn ein Verteidigungsminister sich derart selber zur Fotostrecke bringt, meine Damen und Herren, man muss schon fragen dürfen, ob der noch Feldherr der Lage im eigenen Oberstübchen ist. Es heißt ja immer so schön, es gibt kein Recht auf Faulheit. Ja, bitte, aber warum gibt es denn ein Recht auf Dummheit und auf Dreistigkeit? Ja, was veranstaltet dieser Mann da? Was will er uns beweisen? Ja? Ich meine, dieser ganze Mazedonien-Einsatz, man muss sich das doch mal fragen. Was tun die da? 150 Millionen D-Mark, 500 Soldaten sammeln 3300 Waffen ein. Mal von den Kosten abgesehen. Ja? Die NATO ist ganz stolz, dass sie die Waffen so fleißig abgeben. Wäre auch schon eine ganze Reihe neue dabei gewesen, hat die NATO gesagt. Ja klar, was denken Sie denn, was da abläuft? Die Rebellen in Mazedonien, die haben gesagt, ja okay, wie viele Waffen sollen wir abgeben? 3300, kein Problem. Da haben die ihre Lieferanten in Deutschland angerufen. Ja? Haben 3300 Gebrauchte neu bestellt. Jetzt treffen diese Waffen mit den Waffeneinsammlern gleichzeitig in Mazedonien ein. Und werden da, man hätte die Waffen auch gleich hier bei den Rüstungshändlern im Lager abholen können. Ja? Aber zumindest was Rudolf Scharping betrifft, sollte der Kanzler eine Hormonhaushaltssperre verhängen, meine Damen und Herren. Überhaupt, was für eine Regierung. Ja? Der Verteidigungsminister ist ein spätpubertierender Radfahrer. Der Außenminister ist ein gelernter Taxifahrer, dem völlig egal ist, wohin die Fahrt geht, solange er am Steuer sitzt. Und was ist der Kanzler? Was ist Gerhard Schröder? Ist es unser Tony Blair? Oder doch nur Deutschlands späte Antwort auf Bill Clinton? Ich glaube, er ist eine Mischung, so eine Art Blinden. Gerhard Schröders Politik kann man nämlich in einem einzigen Satz zusammenfassen, den hat er selber gesagt, da war er noch Ministerpräsident in Niedersachsen. Es ging um den Verkauf von U-Boot-Blaupausen nach Südafrika, also Konstruktionspläne für U-Boote. Jetzt gibt es diesen blöden Parteitagsbeschluss der SPD, dass solche Kriegswaffen auf gar keinen Fall in Länder wie damals Südafrika verkauft werden dürfen, weil, das ist jetzt echtes Hintergrundwissen, Kriegswaffen verkaufen Sozialdemokraten grundsätzlich nur an befreundete Diktatoren. Südafrika, damals noch Apartheid, Sie erinnern sich. Da war mit den Menschenrechten nicht alles ganz im grünen Bereich. Es war jetzt nicht so schlimm wie im Kosovo, dass die NATO hätte eingreifen müssen oder dass Rudolf Scharping beunruhigt gewesen wäre. Aber es müssen schon einzelne Schwarze benachteiligt worden sein. Die SPD sagte jedenfalls, in solche Länder liefern wir überhaupt keine Waffen. Herr Schröder hat das Zeug verkauft. Er hat gesagt, das sind Arbeitsplätze bei uns. Und da hat er recht. Deutschland ist der viertgrößte Waffenexporteur der Erde. Wenn Sie nur an Nicht-Diktatoren liefern wollen, haben Sie Engpässe. Sie müssen es wirtschaftlich sehen. Wir leben in den Zeiten des Globalaballa. Die guten Minen, die die bösen Serben im guten Kosovo verbuddelt haben, hat eine Tochterfirma von Daimler-Benz hergestellt. Natürlich haben die den Serben die Mine nicht verkauft, um damit böse Dinge zu tun. Das würde ich Daimler nie unterstellen. Nein, die haben gesagt, guck mal hier, Serbe, schöne Tellermine, hängst du beim Kamin, sieht cool aus. Interessanterweise hat der Konzern eine andere Tochterfirma, die die Minenräumfahrzeuge herstellt. Die wissen ja auch, wonach sie suchen. Und dieses Unternehmen wäre doch dumm, jetzt wirtschaftlich gesehen, wenn die nicht auch an Fabriken mit den Prothesen beteiligt wären. Das sind doch alles Systemanbieter heutzutage.
eine Nachfrage schaffen und befriedigen, das ist wirtschaftliches Denken. Schröder hat das alles begriffen, er hat das Zeug verkauft. Und da wurde er gefragt, Herr Schröder, klarer Parteitagsbeschluss, auf gar keinen Fall Waffen in diese Länder. Und Sie machen das? Und da hat Schröder seinen legendären Satz gesagt. Die Frage, ob ein einmal gefasster, prinzipieller Beschluss in jeder konkreten Situation durchgehalten werden kann, muss differenziert betrachtet werden. Das sind die tiefen Verwüstungen, die der zweite Bildungsweg hinterlassen kann, meine Damen und Herren. Konrad Adenauer pflegte das Gleiche zu sagen, nur auf Deutsch. Was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Aber die Deutschen stehen auf so Typen, oder? Adenauer ist bis heute der beliebteste aller deutschen Kanzler. Beckenbauer, auch so ein Dummschwätzer. Der könnte auch sagen, was geht mich mein Geschwätz vom vorigen Satz an? Der Beckenbauer ist eine Lichtgestalt, oder? Ja, Christoph Daum, der alte Kokser, den können Sie vergessen als Vorbild für die Jugend. Aber Beckenbauer, wenn schon fremdgehen, dann auch ohne Gummi, da hat die eigene Ehefrau auch was davon, ne? Der Schröder hat begriffen, was los ist. Rot-Grün gibt den Wählern das, was die wirklich gewollt haben. Das Gefühl, endlich tut sich was in diesem Land, und zwar ohne, dass sich für mich irgendetwas ändert. Der Mehltau ist weg. Der Reformstau ist aufgebrochen. Es wird die ganze Zeit regiert. Die haben eine Methode entwickelt, absoluten Stillstand als hektische Betriebsamkeit zu verkaufen. Wenn Sie bei Rot-Grün mitreden wollen, dann müssen Sie immer am Ball bleiben, ständig. Bei Kohl konnten Sie mal ein Jahr im Bett bleiben, da haben Sie nichts verpasst. Der hat ja nie regiert, der Kohl. Gab es bei Kohl BSE? Gab es ein einziges BSE-Rennen in 16 Jahren Kohl? Sehen Sie mal. Warum? Der hat die Tests verhindert, der Kohl. Der kannte die Deutschen. Die Deutschen haben 15 Jahre lang tapfer ihr Rindfleisch gefressen, obwohl es in ganz Europa BSE-Rinder gab. Es gab in England, in Frankreich, in der Schweiz, in der Dänemark, überall um uns herum, nur Deutschland. Die Deutschen haben sich darauf verlassen, der Kohl hat gesagt, Deutschland ist BSE-frei. Letzten Herbst, als plötzlich nur noch getestetes, wirklich einwandfreies Rindfleisch in die Metzgereien kam, haben die Deutschen plötzlich gar kein Rindfleisch mehr gefressen. Und sowas hat Angst vor Creutzfeldt-Jakob? Für sowas wäre Creutzfeldt-Jakob eine intellektuelle Verbesserung, meine Damen und Herren. Nee, regiert hat der Kohl nie, der hat nur Geld gezählt. Haben Sie schon mal 11 Millionen Mark kleinen Scheinen gezählt? Der hat den ganzen Tag Geld gezählt. Immer wenn einer reinkommt, alles unter den Tisch, dann wieder von vorne. Zwischendurch noch 7 dicke Ordner mit Leuneakten weggefressen, dann ist ja auch alles nicht mehr da. Nein. Regiert hat er nie, der Schröder regiert jeden Tag, das ist ja das Furchtbare. Wenn Sie bei Schröder... Wenn Sie da mitreden wollen, dann dürfen Sie kein einziges Interview verpassen. Wenn jemand fragt, sagen Sie mal, was halten Sie von dem, was Schröder gestern wieder zur Gesundheitspolitik gesagt hat? Und Sie fragen nicht sofort zurück, meinen Sie das Interview um 3 oder das um 3:30? Eine halbe Stunde, das ist bei dem Tempo, in dem Gerhard Schröder dazu lernt, ein kleines Universum. Das heißt, der Mann habe keine Visionen. Ist auch Quatsch. Der hat die sogar alle verwirklicht. Schröder ist Kanzler. Mehr hat er nie gewollt. Seitdem ist er gut drauf. Super Job, macht Spaß. Der fühlt sich doch wie Slatko persönlich. Er speist sein Selbstbewusstsein aus der gleichen Quelle. Das ist die neue Mode in Deutschland. Ich nenne das die Arroganz der Debilität. Je blöder Sie sind, desto schneller werden Sie Kult in diesem Land. Blub, blub. Den Schröder können Sie aber mit Eiern beschmeißen. Der wird da stehen. Mehr! Mehr! Für den Schröder sind das alles Zuwendungen, das sind Sachspenden. Der kommt aus ganz kleinen Verhältnissen, der Schröder. Die waren ja wirklich arm, als er Kind war, ja. Da erzählt er auch gerne von. Die waren richtig arm. Jetzt ist er Kanzler. Er ist selig.
Und diese ganze Spannbreite, von arm bis selig, das verkörpert er. Die CDU hat das Privatfernsehen gegen den Willen der Sozialdemokraten durchgesetzt. Und der Schröder ist der Erste, der kapiert hat, wie er mit dem Medium umgeht. Der ist voll privatfernsehkompatibel. Immer fröhlich, immer freundlich. Ne? Der Schäuble wird da immer so mürrisch. Die Merkel auch, die hat so was Patziges. Ne? Hat sich beim Schäuble abgeguckt. Die typische Merkel und Schäuble Antwort, wenn sie nicht weiter wissen, diese Frage stellt sich für mich nicht. Was ist denn das für eine Antwort, sagen Sie mal. Ja, probieren Sie das mal bei der nächsten Alkoholkontrolle. Der Schröder ist ganz anders. Der ist immer freundlich, der ist immer jovial. Und den Schröder hat man so brutal interviewt wie noch nie einen Kanzler vor ihm. Herr Schröder, was ist los? Heute das, morgen das. Haben Sie überhaupt einen Plan? Oder interessiert Sie nur, wo die nächste Kuhhiebe herkommt? Dann bleibt der Schröder freundlich. Dann sagt der Schröder, das war aber jetzt eine Fangfrage. sehen Sie mal. Nun nehme ich mir extra die Zeit, um hier mit Ihnen von der Presse mal in Ruhe ein bisschen zu plaudern. Die Doris hat vorhin noch gesagt, Gerd musste wirklich schon wieder weg. Aber als ich ihr gesagt habe, dass ich mich mit Ihnen hier treffe, da hat sie mir doch extra noch die Dose mit dem Plätzchen mitgegeben, die wir vorhin hier verteilt haben. Ich hoffe, Sie haben alle was abbekommen. Also wenn Sie Beschwerden wegen der Plätzchen haben, sagen Sie das ruhig. Die Doris hat das Rezept zum ersten Mal ausprobiert. Das können wir nachbessern. Wir wollen ja, dass Sie sich alle wohlfühlen bei der Presse. Sie haben ja nur auch einen schweren Job. Sie müssen hier auch jeden Tag eine Zeitung vollschreiben. So, wer hat denn noch eine Frage? So. Schröder, das ist ein Macher. Wenn er sie in Hemd anzieht, da krempeln sich die Ärmel von selber auf. Medienzeitalter, Dienstleistung, das hat der Schröder kombiniert. Der Schröder ist als Kanzlerdarsteller unser oberster Dienstleister. Deshalb nimmt er nichts persönlich. Wenn den Leuten etwas nicht gefällt, was er gesagt hat, er weiß, es geht nicht gegen ihn als Mensch. Es geht nur um den Text, den er aufgesagt hat. Dann lässt er sich was Neues schreiben. Was soll das denn? Rot-Grün ist eine interaktive Daily Soap mit Cliffhanger. Und Schröder ist der Top-Verkäufer. Das hat er gelernt. Seine Ausbildung. Hauptschule, dann Ausbildung als Verkäufer. Das ist Schröders Primärsozialisation. Das kriegen Sie nie wieder raus. Das ist diese Pick- und Kloppenburg-Herren-Oberbekleidungsmentalität. Das sind Menschen, die stehen vor erwachsenen Männern mit viel zu kurzen Hosen und sagen, Sie können das tragen. Und wie ein Aalverkäufer auf dem Fischmarkt in Hamburg, so hat der Schröder auch die Steuerreform zum Beispiel durch den Bundesrat gebracht. Da können die nicht mit umgehen bei der Opposition. Die CDU, CSU, die standen wie ein Block vor Schröder, haben gesagt, wir kaufen nichts. Aber da machen sie so einen Mann doch nur heiß. Die kaufen nichts, Eichel, hat Schröder gesagt. Eichel, komm mal mit der Kiste mit den schönsten Aalen nach vorne. Da wollen wir noch mal gucken, wer hier nichts kauft. Ne? Was hast du denn hier? Das ist ein schönes Tierchen. Guck mal hier, was steht denn da? Ein bisschen mehr Förderung für die Mittelstandsvereinigung bei der Steuerreform. Schöne Idee, Eichel. Guck mal, der Brödele, der zittert schon vor Freude da hinten. Komm, Brödele, einen kriegst du, oder? Komm, Brödele. Schnapp, zack, Eichel, du schreibst alles auf. Ne? So, was haben wir denn noch? 1% weniger Einkommensteuer für die Spitzenverdiener. Sehr schöne Idee, auch für uns persönlich, Eichel. Ha? Guck mal, Brüderle sabbert schon wieder dahin. Komm. Komm, Brüderle, ein kriegst du noch, oder? Zack, Brüderle ist im Sack, du schreibst alles auf. So, was haben wir noch? Große Koalition in Berlin. Eberhard, das Diebgehen. Guck mal hier. Ja. Ein neues Olympiastadion. Sicher, für dich doch extra. Ne? Und hier, zack, der Eberhard ist dabei. So, und was haben wir hier? CDU. In Bremen, große Koalition in Bremen. Was wollt ihr? Bitte sagen. Ja, Länderfinanz ist gleich. Retten? Sicher. 2 Stück? Ja klar. 1 und 2. Und Kiste zu, Eichel. Alles klar. Das ging so schnell. Der Merz wusste überhaupt nicht, was los war. Und als der auch noch eine Sprotte wollte, war nichts mehr da, ne? Ja.
Edmund Stoiber, so ein Hals, der isst ja gar kein Fisch. Die tun ihm fast schon leid bei der Union. Tja, gucken Sie sich die CDU da an. CDU, kennen Sie schon? CDU ist die Partei, die immer hinter Helmut Kohl vermutet wurde. Das Verrückte war nur, als der Kohl beiseite trat, hat man gesehen, da ist überhaupt nichts. Und Opposition können die überhaupt nicht. Haben die nicht gelernt. Unter Kohl gab es keine Opposition. Unter Kohl muss man immer zu allem Ja sagen. Eigenes Denken, Widerwort unter Kohl, das war unmöglich. Der Schäuble hat doch gesagt, das System Kohl war ein patriarchalisches System. Führer darf man ja nicht mehr sagen. Wobei Heiner Geißler hat eine schöne neue Formulierung gefunden letzten Herbst. Geißler hat gesagt, Helmut Kohl habe ein vordemokratisches Politikverständnis. Schäuble hat gesagt, Patriarchat. Und es war so in der CDU, dass nicht jeder alles wusste, hat der Schäuble gesagt. Inzwischen ist es so, dass keiner mehr was weiß. Und die Merkel hat doch ihr Handwerk auch bei Kohl gelernt. Die ist doch von Kohl geholt, war von Kohl ausgebildet worden. Und das sinnfreie Geschwafel von Angela Merkel, das hat doch längst kohlsche Dimensionen erreicht. Kleine Kostprobe hier. Auf dem Höhepunkt der Spendenaffäre wird die Merkel gefragt, sagen Sie mal, Frau Merkel, müssen jetzt die Parteispendengesetze nicht doch schärfer gefasst werden? Angela Merkel wörtlich. Je schärfer man die Parteispendengesetze fasst, desto schwerer ist es ja, sich daran zu halten. Das sieht der Bundesverband der Berufsverbrecher ähnlich. Oder hier bei der Verabschiedung von Ruprecht Polenz. Kennen Sie den noch? Ruprecht Polenz, der CDU-Generalsekretär, der vorzeitig begnadigt wurde. Der war zu kultiviert für die neue CDU. Bei der Verabschiedung von Ruprecht Polenz sagt die Merkel, der kleine Missgriff, Ruprecht Polenz, nicht? Sagte Laurenz Mayer. Laurenz Mayer, der große Missgriff. Beide ausgesucht von Missgriff persönlich. Bei der Verabschiedung von Ruprecht Polenz sagt die Merkel, es gibt keine Personaldiskussion in der CDU und deshalb wird sie jetzt auch sofort eingestellt. Von der Frau hätte ich auch gerne mal eine Haarprobe, meine Damen und Herren. Ja? Aber selbst in Bestform, wie wollen Sie bei dem Schröder Opposition machen? Die wissen doch nie, wo die morgen wieder gegen sein müssen. Die können doch immer nur sagen, nein! Scheiße, da waren wir gestern noch für. Wir sind jetzt Opposition, ne? Ja, ja, nein! Der Schröder spielt die schwindelig, das ist ein alter Fußballer. Links antäuschen, rechts vorbeigehen. Und dann kommt seine Spezialität. Schröder löst die unlösbaren Probleme. Zwei Gruppen stehen vor Schröder, diskutieren seit Monaten völlig unversöhnt. Die eine Gruppe sagt, das Fenster muss auf. Die andere Gruppe sagt, das Fenster muss zu. Schröder kommt, guckt, schließt das Fenster, schmeißt die Scheibe ein. Dann sagt die deutsche Presse, boah. Und Schröder sagt, jetzt liegt noch eine Menge Arbeit vor euch. Die Regierung hat Tritt gefasst, seit sie Trittin gefasst hat, endgültig Tritt gefasst. Die grüne Basis ist verzweifelt, das gebe ich zu. Die grüne Basis kann überhaupt nicht begreifen, dass die Spitze der Bewegung tatsächlich im Arsch der Institutionen angekommen ist. So war das doch nie gemeint. Der berühmte Marsch durch die Institutionen, das war immer nur als schöne Polonaise gedacht. Der Weg ist das Ziel. Da muss man im Kreis laufen, sonst wittert nichts. Für viele grüne Sympathisanten sind die ganzen alternativen Gesellschaftsentwürfe wie ein Leben ohne Auto, ohne Flüge in die Karibik, ohne Bundeswehr, das war immer nur Hirnjogging. Das sind Geschichten aus tausend und einer WG. Aber das kann man doch nicht machen. Joschka Fischer hat die Sache auf den Punkt gebracht. In einer Rede, das war zwei Jahre vor der Parteispendenaffäre, da hat der Fischer gesagt, die etablierten Parteien, das sind Steinkirchen. Da kann auch der Dachstürmer abbrennen. Es sind Steinkirchen, die bleiben immer stehen. Wir Grünen, hat er gesagt, wir sind eine Zeltmission. Und das ist das gute Bild. Die Grünen sind eine Zeltmission. Man fährt da im Sommer mal hin für ein paar Wochen.
Man tankt moralisch, ökologisch, ethisch auf. Das schöne, einfache Leben auf der Isomatte. Die Weltverbesserung beim billigen Lambrusco im Senfglas. We shall overcome. Then we shall overgive. Aber da fährt man doch wieder nach Hause. Zurück zum Bausparvertrag für den geplanten Wintergarten. Nach 25 Jahren Bewegung bestehen die Grünen zum größten Teil aus verbeamteten Lehrern. Und die grünen Wähler reagieren panisch. Seit die Grünen an der Macht sind, verlieren die bei jeder Landtagswahl, oder? Warum? Die grünen Wähler haben Angst. Die grünen Wähler haben Angst, dass die zentralen Forderungen der Grünen wie Tempolimit, Ökosteuer, Doppelpass, Frauenquote, dass sowas wirklich Politik werden könnte. Das will doch keiner. Wer will denn so leben? Ja, klar muss man das fordern. Fordern muss man das. Aber das muss man doch auseinanderhalten können. Wenn ein Katholik vor Ihnen steht und Ihnen was vom Paradies vorschwärmt, kommen Sie da auf die Idee, Sie können dem einen Gefallen tun, wenn Sie den erschießen? Die grüne Zeltmission erlebt ihre Transformation von der Sekte zur Kirche. Sektierer, das sind Eiferer. Die glauben wirklich jeden Quatsch, den die sagen. Kirchgänger sind gelassen. Die sagen einmal die Woche, dass sie den Quatsch glauben. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Können sie stundenlang anhören. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Hat sie das schon mal beunruhigt? Dann sitzen die Katholiken da und sagen, Kamel oder nächste Spruch. Die Katholiken haben den Mensch durchschaut. Man muss die moralische Messlatte so hoch hängen, dass man nur drunter wegspringen kann. Liebe deine Feinde. Ja, super, wenn es nicht klappt, kann man noch beichten gehen. Und das wollen die grünen Wähler auch. Die grünen Wähler, die wollen 200 Brettern auf der Autobahn, aber hinterher beichten gehen. Beretzer Schlauch zum Beispiel. Die wollen im Kosovo Krieg führen, aber sich hinterher beschweren dürfen, man hätte wenigstens gesunde Munition nehmen können. Die wollen auch nach Bali in Urlaub fliegen, aber mit so ein bisschen schlechtem Gewissen. Also, das sollte man nicht tun. Das ist ökologisch, aber es ist schön. Aber die grüne Zeltmission wird sich nur dann etablieren, wenn sie ihren Wählern die Sicherheit gibt, die grünen Forderungen sie genauso ernst zu nehmen wie, wer dir auf die linke Wange schlägt, dem halte auch die rechte hin. Und die Grünen machen das. 68er. Die flexibelste Generation, die je diesen Planeten niedergetrampelt hat. Die sind schon so manche Wasserwerfer ausgewichen. Otto Schily, der flexibelste grüne 68er aller Zeiten. Der ist jetzt schon wieder 68, der ist praktisch immer 68er, der Schily. Otto Schily ist damals vor dem Wasserwerfer so schnell weggelaufen, der hat den von hinten eingeholt und sitzt jetzt drauf. Und kaum hat er sein Anthroposophen-Popo Kontakt aufgenommen, meinte Schily, jetzt ist das Boot aber voll. Und diese Flexibilität der grünen 68er, das ist das, was Leute wie Roland Koch nicht ertragen können. Roland Koch, den kennen Sie, ne? Der hat gerade wieder den Rücktritt von Scharping gefordert. Roland Koch, Experte, ne? Also ich meine, den haben Sie ja so oft beim Lügen erwischt, der könnte schon zurücklaufen. Ne? Wenn Lügner kurze Beine hätten, könnte der Koch dem Gysi im Stehen von unten in die Nase gucken. Aber man muss es doch mal verstehen, warum er sich über die 68er so aufregt. Denken Sie mal zurück. Die 70er Jahre, die wilden Jahre der Republik, an den Unis war der Teufel los, oder? Sie erinnern sich? Wer in den 70er Jahren an den Unis war, wer dazugehören wollte, wer in sein wollte, wie Sie würden sagen, wer cool sein wollte, ne? Der war damals in einer linken Spinnergruppe. DKP, KPD, KPDML, KBW, Halbkommunisten, Viertelmaoisten, Eritreische Befreiungsfront, irgend so ein Schwachsinn. Je kleiner die Gruppe, je obskurer die Theorien, desto cooler war man.
Diese ganzen linken Spinne- und Splittergruppen bekämpften sich untereinander bis aufs Messer mit Flugblättern in der Mensa. Und gemeinsam kämpfte man auf der Straße gegen das Schweinesystem des Kapitalismus. Man hatte Spaß wie Bolle. Und Roland Koch und seine Freunde, das waren damals die Pickelgesichter vom RCDS. Die waren sowas von uncool. Keine Freundin, die hatten nur ihre Burschenschaft mit dem Kampfsaufen. Ne? Und der Hoffnung, nach 20 Jahren Schleimerei irgendwann Papas Job zu erben. Haben Sie mal die Bilder von Koch mit 18 gesehen? Der hat mit 18 schon genauso ausgesehen wie heute. Derselbe Anzug, dieselbe Krawatte, schon dasselbe Gesicht damals. Seien Sie ehrlich, ein Blick in das Gesicht von Roland Koch und Sie machen nie wieder Witze über die Frisur von Angela Merkel. Und aus der Sicht von Koch muss das doch furchtbar sein. Aus der Sicht von Koch ist das doch so. Leute wie Schilly, Trittin, Fischer, Ströbele, Cohn-Bendit, die haben früher vor dem Wasserwerfer Spaß gehabt und heute haben die auf dem Wasserwerfer Spaß. Die haben immer Spaß. Jetzt ist die, ich heiße irgendwie Jürgen oder so, Generation an der Macht. Und so regieren die uns auch. Die Atomkonzerne wurden knallhart angegriffen. Wir fänden das ziemlich gut, wenn ihr die Kernkraftwerke irgendwie abstellen könntet. Oder so. Anti-autoritäre Energiepolitik. Sozialpädagogisierung der Umweltpolitik. Trittin kam vom Klimagipfel aus Rio zurück und hat gesagt, wir haben nichts erreicht. Aber es ist gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Auf diese Typen haben die nur gewartet auf den Konferenzen. All die Friedens- und Töpfer-Workshops, die grausamen Strategiediskussionen, die endlosen WG-Abende. Das war die optimale Vorbereitung auf jede internationale Konferenz. Wir müssen uns mal zusammensetzen, um einen festen Termin abzusprechen, an dem wir definitiv festlegen, worüber wir unbedingt mal reden müssen. Natürlich sind die Beschlüsse einer Klimaschutzkonferenz nicht ganz so bindend wie der Putzplan einer achtköpfigen Männer-WG aus dem Sponti-Milieu. Dafür werden nicht umsonst immer verabschiedet, die Beschlüsse. Ne? Die Grünen sind Aussteiger. Und die Atomboss haben als Erste begriffen, wenn einer in der Lage sein sollte, einen Ausstieg so zu organisieren, dass man dabei drin bleibt, sind das die Grünen 68er. Was hat Trittin ganz stolz erzählt? Die Atombosse haben zum ersten Mal den Primat der Politik in dieser Frage akzeptiert. Ja, und wenn Jürgen Trittin nicht der Primat der Politik ist, dann laus mich der Affe, meine Damen und Herren. Geht Ihnen das auch so? Nach jeder Wahl frage ich mich völlig verzweifelt, muss das kleinere Übel wirklich immer so groß sein? Dabei gibt es so viele drängende Probleme. Ein paar kleine Stichworte, nur Arbeitslosigkeit, die Problematik im Gesundheitswesen, hochdramatisch zurzeit, oder hier unser Bildungssystem, ist doch eine Katastrophe, die Schulen, wie sehen die aus? Ja? Was da von unseren Schulen runterkommt, das sind doch alles nur Abituristen. Früher hieß es Zeugnis der Reife, heute sind die einen Schritt weiter. Was kommt nach der Reife? Die Fäule, ja. Im besten Fall sind die Schüler überreif, die plumpsen einfach so von der Schule ins Leben. Deshalb sagt ja kein Mensch mehr Zeugnis der Reife. Heute heißt es Abitur. Von Lateinisch, abire. Abiturient heißt nichts anderes als der, der abgeht. Das hat mit Qualifikation erstmal gar nichts zu tun. Sie sind alle Abiturienten, da können Sie gar nichts gegen machen. Schüler verhalten sich zur Schule wie Flugzeuge zum Himmel. Runter kommen die immer. Deshalb heute liebevoll Abi. Hm? Sagt ihr doch, ne? Abi. Kennen Sie vom Skifahren? Da geht's Abi. Nun Schule, set vite discimus, übersetzen die heute wahrscheinlich nicht in der Schule, in der Disco findet das Leben statt. Meine Generation, die das große Latinum noch vom Nachbarn abgeschrieben hat. Wir wussten ja auch nichts mehr, aber eins haben wir noch gewusst, der Satz heißt nicht für die Schule, für das Leben lernen wir.
So haben wir doch früh begriffen, Schule ist das genaue Gegenteil von Leben. Und wer von uns mit dem Leben nichts zu tun haben wollte, der ging zurück in die Schule. Jetzt. Normalerweise hat der Konzern eine andere Tochterfirma, die die Minenräumfahrzeuge herstellt. Die wissen ja auch, wonach sie suchen. Und dieses Unternehmen wäre doch dumm, jetzt wirtschaftlich gesehen, wenn die nicht auch an Fabriken mit den Prothesen beteiligt wären. Das sind doch alles Systemanbieter heutzutage. Eine Nachfrage schaffen und befriedigen, das ist wirtschaftliches Denken. Schröder hat das alles begriffen, er hat das Zeug verkauft. Und da wurde er gefragt, Herr Schröder, klarer Parteitagsbeschluss, auf gar keinen Fall Waffen in diese Länder. Und Sie machen das? Und da hat Schröder seinen legendären Satz gesagt. Die Frage, ob ein einmal gefasster, prinzipieller Beschluss in jeder konkreten Situation durchgehalten werden kann, muss differenziert betrachtet werden. Das sind die tiefen Verwüstungen, die der zweite Bildungsweg hinterlassen kann, meine Damen und Herren. Konrad Adenauer pflegte das Gleiche zu sagen, nur auf Deutsch. Was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Aber die Deutschen stehen auf so Typen, oder? Adenauer ist bis heute der beliebteste aller deutschen Kanzler. Beckenbauer, auch so ein Dummschwätzer. Der könnte auch sagen, was geht mich mein Geschwätz vom vorigen Satz an? Der Beckenbauer ist eine Lichtgestalt, oder? Ja, Christoph Daum, der alte Kokser, den können Sie vergessen als Vorbild für die Jugend. Aber Beckenbauer, wenn schon fremdgehen, dann auch ohne Gummi, da hat die eigene Ehefrau auch was davon, ne? Der Schröder hat begriffen, was los ist. Rot-Grün gibt den Wählern das, was die wirklich gewollt haben. Das Gefühl, endlich tut sich was in diesem Land, und zwar ohne, dass sich für mich irgendetwas ändert. Der Mehltau ist weg. Der Reformstau ist aufgebrochen. Es wird die ganze Zeit regiert. Die haben eine Methode entwickelt, absoluten Stillstand als hektische Betriebsamkeit zu verkaufen. Wenn Sie bei Rot-Grün mitreden wollen, dann müssen Sie immer am Ball bleiben, ständig. Bei Kohl konnten Sie mal ein Jahr im Bett bleiben, da haben Sie nichts verpasst. Der hat ja nie regiert, der Kohl. Gab es bei Kohl BSE? Gab es ein einziges BSE-Rennen in 16 Jahren Kohl? Sehen Sie mal. Warum? Der hat die Tests verhindert, der Kohl. Der kannte die Deutschen. Die Deutschen haben 15 Jahre lang tapfer ihr Rindfleisch gefressen, obwohl es in ganz Europa BSE-Rinder gab. Es gab in England, in Frankreich, in der Schweiz, in der Dänemark, überall um uns herum, nur Deutschland. Die Deutschen haben sich darauf verlassen, der Kohl hat gesagt, Deutschland ist BSE-frei. Letzten Herbst, als plötzlich nur noch getestetes, wirklich einwandfreies Rindfleisch in die Metzgereien kam, haben die Deutschen plötzlich gar kein Rindfleisch mehr gefressen. Und sowas hat Angst vor Creutzfeldt-Jakob? Für sowas wäre Creutzfeldt-Jakob eine intellektuelle Verbesserung, meine Damen und Herren. Nee, regiert hat der Kohl nie, der hat nur Geld gezählt. Haben Sie schon mal 11 Millionen Mark einen kleinen Schein gezählt? Der hat den ganzen Tag Geld gezählt. Immer wenn einer reinkommt, alles unter den Tisch, dann wieder von vorne. Zwischendurch noch 7 dicke Ordner mit Leuneakten weggefressen, dann ist ja auch alles nicht mehr da. Nein. Regiert hat er nie, der Schröder regiert jeden Tag, das ist ja das Furchtbare. Wenn Sie da mitreden wollen, dann dürfen Sie kein einziges Interview verpassen. Wenn jemand fragt, sagen Sie mal, was halten Sie von dem, was Schröder gestern wieder zur Gesundheitspolitik gesagt hat? Und Sie fragen nicht sofort zurück, meinen Sie das Interview um 3 oder das um 3:30? Eine halbe Stunde, das ist bei dem Tempo, in dem Gerhard Schröder dazulernt, ein kleines Universum. Das heißt, der Mann habe keine Visionen. Ist auch Quatsch. Der hat die sogar alle verwirklicht. Schröder ist Kanzler. Mehr hat er nie gewollt. Seitdem ist er gut drauf. Super Job, macht Spaß. Der fühlt sich doch wie Slatko persönlich. Er speist sein Selbstbewusstsein aus der gleichen Quelle. Da
Das ist die neue Mode in Deutschland. Ich nenne das die Arroganz der Debilität. Je blöder sie sind, desto schneller werden sie Kult in diesem Land. Blub, blub. Den Schröder können sie aber mit Eiern beschmeißen. Der wird da stehen. Mehr, mehr. Ribbig, ohne Bundeswehr, das war immer nur Hirnjogging. Das sind Geschichten aus 1001er WG. Aber das kann man doch nicht machen. Joschka Fischer hat die Sache auf den Punkt gebracht. In einer Rede, das war 2 Jahre vor der Parteispendenaffäre, da hat der Fischer gesagt, die etablierten Parteien, das sind Steinkirchen. Da kann auch der Dachstuhl abbrennen. Es sind Steinkirchen, die bleiben immer stehen. Wir Grünen, hat er gesagt, wir sind eine Zeltmission. Und das ist das gute Bild. Die Grünen sind eine Zeltmission. Man fährt da im Sommer mal hin für ein paar Wochen. Man tankt moralisch, ökologisch, ethisch auf. Das schöne, einfache Leben auf der Isomatte. Die Weltverbesserung beim billigen Lambrusco im Senfglas. We shall overcome. Then we shall overgive. Aber da fährt man doch wieder nach Hause. Zurück zum Bausparvertrag für den geplanten Wintergarten. Nach 25 Jahren Bewegung bestehen die Grünen zum größten Teil aus verbeamteten Lehrern. Und die grünen Wähler reagieren panisch. Seit die Grünen an der Macht sind, verlieren die bei jeder Landtagswahl, oder? Warum? Die grünen Wähler haben Angst. Die grünen Wähler haben Angst, dass die zentralen Forderungen der Grünen wie Tempolimit, Ökosteuer, Doppelpass, Frauenquote, dass sowas wirklich Politik werden könnte. Das will doch keiner. Wer will denn so leben? Ja, klar muss man das fordern. Fordern muss man das. Aber das muss man doch auseinanderhalten können. Wenn ein Katholik vor Ihnen steht und Ihnen was vom Paradies vorschwärmt, kommen Sie da auf die Idee, Sie könnten ihm einen Gefallen tun, wenn Sie den erschießen? Die grüne Zeltmission erlebt ihre Transformation von der Sekte zur Kirche. Sektierer, das sind Eiferer. Die glauben wirklich jeden Quatsch, den die sagen. Kirchgänger sind gelassen. Die sagen einmal die Woche, dass sie den Quatsch glauben. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Können sie stundenlang anhören. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Hat sie das schon mal beunruhigt? Dann sitzen die Katholiken da und sagen, Kamel oder nächste Spruch. Die Katholiken haben den Mensch durchschaut. Man muss die moralische Messlatte so hoch hängen, dass man nur drunter wegspringen kann. Liebe deine Feinde. Ja, super, wenn es nicht klappt, kann man nach Beichten gehen. Und das wollen die grünen Wähler auch. Die grünen Wähler, die wollen 200 Brettern auf der Autobahn, aber hinterher Beichten gehen. Beretzer Schlauch zum Beispiel. Die wollen im Kosovo Krieg führen, aber sich hinterher beschweren dürfen, man hätte wenigstens gesunde Munition nehmen können. Die wollen auch nach Bali in Urlaub fliegen, aber mit so ein bisschen schlechtem Gewissen. Also, das sollte man nicht tun. Das ist ökologisch, aber es ist schön. Aber die grüne Zeltmission wird sich nur dann etablieren, wenn sie ihren Wählern die Sicherheit gibt, die grünen Forderungen sie genauso ernst zu nehmen wie, wer dir auf die linke Wange schlägt, dem halte auch die rechte hin. Und die Grünen machen das. 68er. Die flexibelste Generation, die je diesen Planeten niedergetrampelt hat. Die sind schon so manche Wasserwerfer ausgewichen. Otto Schily, der flexibelste grüne 68er aller Zeiten. Der ist jetzt schon wieder 68, der ist praktisch immer 68er, der Schily. Otto Schily ist damals vor dem Wasserwerfer so schnell weggelaufen, der hat den von hinten eingeholt und sitzt jetzt drauf. Und kaum hat er sein Anthroposophen-Popo Kontakt aufgenommen, meinte Schily, jetzt ist das Boot aber voll.
Und diese Flexibilität der grünen 68er, das ist das, was Leute wie Roland Koch nicht ertragen können. Roland Koch, den kennen Sie, ne? Der hat gerade wieder den Rücktritt von Scharping gefordert. Roland Koch, Experte, ne? Meine Damen und Herren, die gute Nachricht gleich vorneweg, seit über 1000 Tagen regiert in Deutschland Rot-Grün und was soll ich Ihnen sagen? Als ich heute Morgen aufstand, da kam immer noch Strom aus der Steckdose. Was kein Mensch geglaubt hat, das rot-grüne Chaos lässt die Deutschen völlig kalt. Die Menschen gehen nach wie vor morgens brav zur Arbeit, abends in die Kneipe, anschließend wahlweise ins Bett oder auf Asylantenjagd. Nicht einmal die Bundeswehr hat sich aufgelöst oder ist zum Feind übergelaufen. Okay, zugegeben, der Verteidigungsminister ist inzwischen läufig. Ja. Rudolf Scharping mutiert mehr und mehr zu einem fleischgewordenen Fettnapf-Suchgerät. Unser lieber, toller Trottel der Kompanie, der steckt mitten im Johannistrieb, meine Damen und Herren. Sie kennen das vielleicht, Johannistrieb, das ist das Frühlingserwachen des Mannes in der Blüte seiner Arterienverkalkung. Also wenn ein Verteidigungsminister sich derart selber zur Fotostrecke bringt, meine Damen und Herren, man muss schon fragen dürfen, ob der noch Feldherr der Lage im eigenen Oberstübchen ist. Es heißt ja immer so schön, es gibt kein Recht auf Faulheit. Ja, bitte, aber warum gibt es denn ein Recht auf Dummheit und auf Dreistigkeit? Ja, was veranstaltet dieser Mann da? Was will er uns beweisen? Ja? Ich meine, dieser ganze Mazedonien-Einsatz, man muss sich das doch mal fragen. Was tun die da? 150 Millionen D-Mark, 500 Soldaten sammeln 3.300 Waffen ein. Mal von den Kosten abgesehen. Ja, die NATO ist ganz stolz, dass sie die Waffen so fleißig abgeben. Wäre auch schon eine ganze Reihe neue dabei gewesen, hat die NATO gesagt. Ja klar, was denken Sie denn, was da abläuft? Die Rebellen in Mazedonien, die haben gesagt, ja okay, wie viele Waffen sollen wir abgeben? 3.300, kein Problem. Da haben die ihre Lieferanten in Deutschland angerufen, ja, haben 3.300 gebraucht und neu bestellt. Jetzt treffen diese Waffen mit den Waffeneinsammlern gleichzeitig in Mazedonien ein und werden da, man hätte die Waffen auch gleich hier bei den Rüstungshändlern im Lager abholen können, ja? Aber zumindest was Rudolf Scharping betrifft, sollte der Kanzler eine Hormonhaushaltssperre verhängen, meine Damen und Herren. Überhaupt, was für eine Regierung. Ja? Der Verteidigungsminister ist ein spätpubertierender Radfahrer. Der Außenminister ist ein gelernter Taxifahrer, dem völlig egal ist, wohin die Fahrt geht, solange er am Steuer sitzt. Und was ist der Kanzler? Was ist Gerhard Schröder? Ist es unser Tony Blair? Oder doch nur Deutschlands späte Antwort auf Bill Clinton? Ich glaube, er ist eine Mischung, so eine Art Blinden. Gerhard Schröders Politik kann man nämlich in einem einzigen Satz zusammenfassen, den hat er selber gesagt, da war er noch Ministerpräsident in Niedersachsen. Es ging um den Verkauf von U-Boot-Blaupausen nach Südafrika, also Konstruktionspläne für U-Boote. Jetzt gibt es diesen blöden Parteitagsbeschluss der SPD, dass solche Kriegswaffen auf gar keinen Fall in Länder wie damals Südafrika verkauft werden dürfen, weil, das ist jetzt echtes Hintergrundwissen, Kriegswaffen verkaufen Sozialdemokraten grundsätzlich nur an befreundete Diktatoren. Südafrika, damals noch Apartheid, Sie erinnern sich. Da war mit den Menschenrechten nicht alles ganz im grünen Bereich. Es war jetzt nicht so schlimm wie im Kosovo, dass die NATO hätte eingreifen müssen oder dass Rudolf Scharping beunruhigt gewesen wäre. Aber es müssen schon einzelne Schwarze benachteiligt worden sein. Die SPD sagte jedenfalls, in solche Länder liefern wir überhaupt keine Waffen. Herr Schröder hat das Zeug verkauft. Er hat gesagt, das sind Arbeitsplätze bei uns. Und da hat er recht. Deutschland ist der viertgrößte Waffenexporteur der Erde. Wenn Sie nur an Nicht-Diktatoren liefern wollen, haben Sie Engpässe. Sie müssen es wirtschaftlich sehen. Wir leben in den Zeiten des Globalaballa. Die guten Minen, die die bösen Serben im guten Kosovo verbuddelt haben, hat eine Tochterfirma von Daimler-Benz hergestellt. Natürlich haben die den Serben die Mine nicht verkauft, um damit böse Dinge zu tun. Das würde ich Daimler nie unterstellen. Nein, die haben gesagt, guck mal hier, Serbe, schöne Tellermine, hängst du beim Kamin, sieht cool aus.
interessanter Ewald ist dabei. So, und was haben wir hier? CDU in Bremen, Große Koalition in Bremen. Was wollt ihr bitte, bitte sagen? Ja, Länderfinanz ist gleich. Retten? Sicher. Zwei Stück? Ja klar. Eins und zwei und Kiste zu, Eichel. Alles klar. Das ging so schnell. Der Merz wusste überhaupt nicht, was los war. Und als der auch noch eine Sprotte wollte, war nichts mehr da, ne? Ja. Edmund Stoiber, so ein Hals, der isst ja gar kein Fisch. Die tun ihm fast schon leid bei der Union. Tja, gucken Sie sich die CDU da an. CDU, kennen Sie schon? CDU ist die Partei, die immer hinter Helmut Kohl vermutet wurde. Das Verrückte war nur, als der Kohl beiseite trat, hat man gesehen, da ist überhaupt nichts. Und Opposition können die überhaupt nicht. Haben die nicht gelernt. Unter Kohl gab es keine Opposition. Unter Kohl muss man immer zu allem Ja sagen. Eigenes Denken, Widerwort unter Kohl, das war unmöglich. Der Schäuble hat doch gesagt, das System Kohl war ein patriarchalisches System. Führer darf man ja nicht mehr sagen. Wobei Heiner Geißler hat eine schöne neue Formulierung gefunden letzten Herbst. Geißler hat gesagt, Helmut Kohl habe ein vordemokratisches Politikverständnis. Schäuble hat gesagt, Patriarchat. Und es war so in der CDU, dass nicht jeder alles wusste, hat der Schäuble gesagt. Inzwischen ist es so, dass keiner mehr was weiß. Und die Merkel hat doch ihr Handwerk auch bei Kohl gelernt. Die ist doch von Kohl geholt, von Kohl ausgebildet worden. Und das sinnfreie Geschwafel von Angela Merkel, das hat doch längst kohlsche Dimensionen erreicht. Kleine Kostprobe, hier. Auf dem Höhepunkt der Spendenaffäre wird die Merkel gefragt, sagen Sie mal, Frau Merkel, müssen jetzt die Parteispendengesetze nicht doch schärfer gefasst werden? Angela Merkel wörtlich. Je schärfer man die Parteispendengesetze fasst, desto schwerer ist es ja, sich daran zu halten. Das sieht der Bundesverband der Berufsverbrecher ähnlich. Oder hier, bei der Verabschiedung von Ruprecht Polenz. Kennen Sie den noch? Ruprecht Polenz, der CDU-Generalsekretär, der vorzeitig begnadigt wurde. Der war zu kultiviert für die neue CDU. Bei der Verabschiedung von Ruprecht Polenz sagt die Merkel, der kleine Missgriff, Ruprecht Polenz, nicht? Sagte Laurenz Mayer, der große Missgriff. Beide ausgesucht von Missgriff persönlich. Bei der Verabschiedung von Ruprecht Polenz sagt die Merkel, es gibt keine Personaldiskussion in der CDU und deshalb wird sie jetzt auch sofort eingestellt. Von der Frau hätte ich auch gerne mal eine Haarprobe, meine Damen und Herren. Aber selbst in Bestform, wie wollen Sie bei dem Schröder Opposition machen? Die wissen doch nie, wo die morgen wieder gegen sein müssen. Die können doch immer nur sagen, nein! Scheiße, da waren wir gestern noch für. Wir sind jetzt Opposition, ne? Ja, ja, nein! Der Schröder spielt die schwindelig, das ist ein alter Fußballer. Links antäuschen, rechts vorbeigehen. Und dann kommt seine Spezialität. Schröder löst die unlösbaren Probleme. Zwei Gruppen stehen vor Schröder, diskutieren seit Monaten völlig unversöhnt. Die eine Gruppe sagt, das Fenster muss auf. Die andere Gruppe sagt, das Fenster muss zu. Schröder kommt, guckt, schließt das Fenster, schmeißt die Scheibe ein. Dann sagt die deutsche Presse, boah. Und Schröder sagt, jetzt liegt nur eine Menge Arbeit vor euch. Die Regierung hat Tritt gefasst, seit sie Trittin gefasst hat, endgültig Tritt gefasst. Die grüne Basis ist verzweifelt, das gebe ich zu. Die grüne Basis kann überhaupt nicht begreifen, dass die Spitze der Bewegung tatsächlich im Arsch der Institutionen angekommen ist. So war das doch nie gemeint. Der berühmte Marsch durch die Institutionen, das war immer nur als schöne Polonaise gedacht. Der Weg ist das Ziel. Da muss man im Kreis laufen, sonst wittert nichts. Für viele grüne Sympathisanten sind die ganzen alternativen Gesellschaftsentwürfe wie ein Leben ohne Auto, ohne Flüge in die Karibik. Für
Für den Schröder sind das alles Zuwendungen, das sind Sachspenden. Der kommt aus ganz kleinen Verhältnissen, der Schröder. Die waren ja wirklich arm, als er Kind war, ja. Da erzählt er auch gerne von. Die waren richtig arm. Jetzt ist er Kanzler. Er ist selig. Und diese ganze Spannbreite, von arm bis selig, das verkörpert er. Die CDU hat das Privatfernsehen gegen den Willen der Sozialdemokraten durchgesetzt. Und der Schröder ist der Erste, der kapiert hat, wie er mit dem Medium umgeht. Der ist voll privatfernsehkompatibel. Immer fröhlich, immer freundlich. Ne? Der Schäuble wird da immer so mürrisch. Die Merkel auch, die hat so was Patziges. Ne? Hat sich beim Schäuble abgeguckt. Hier, typische Merkel und Schäuble Antwort, wenn sie nicht weiter wissen, diese Frage stellt sich für mich nicht. Was denn das für eine Antwort, sagen Sie mal? Ja, probieren Sie das mal bei der nächsten Alkoholkontrolle. Der Schröder ist ganz anders. Der ist immer freundlich, der ist immer jovial. Und den Schröder hat man so brutal interviewt wie noch nie einen Kanzler vor ihm. Herr Schröder, was ist los? Heute das, morgen das. Haben Sie überhaupt einen Plan? Oder interessiert Sie nur, wo die nächste Kuhhieber herkommt? Dann bleibt der Schröder freundlich. Dann sagt der Schröder, das war aber jetzt eine Fangfrage. sehen Sie mal. Nun nehme ich mir extra die Zeit, um hier mit Ihnen von der Presse mal in Ruhe ein bisschen zu plaudern. Die Doris hat vorhin noch gesagt, Gerd musste wirklich schon wieder weg. Aber als ich ihr gesagt habe, dass ich mich mit Ihnen hier treffe, da hat sie mir doch extra noch die Dose mit dem Plätzchen mitgegeben, die wir vorhin hier verteilt haben. Ich hoffe, Sie haben alle was abbekommen. Also wenn Sie Beschwerden wegen der Plätzchen haben, sagen Sie das ruhig. Die Doris hat das Rezept zum ersten Mal ausprobiert. Das können wir nachbessern. Wir wollen ja, dass Sie sich alle wohlfühlen bei der Presse. Sie haben ja nur auch einen schweren Job. Sie müssen hier auch jeden Tag eine Zeitung vollschreiben. So, wer hat denn noch eine Frage? So. Schröder, das ist ein Macher. Wenn er sie in Hemd anzieht, da krempeln sich die Ärmel von selber auf. Medienzeitalter, Dienstleistung, das hat der Schröder kombiniert. Der Schröder ist als Kanzler Darsteller, unser oberster Dienstleister. Deshalb nimmt er nichts persönlich. Wenn den Leuten etwas nicht gefällt, was er gesagt hat, er weiß, es geht nicht gegen ihn als Mensch, es geht nur um den Text, den er aufgesagt hat. Dann lässt er sich was Neues schreiben, was soll das denn? Rot-Grün ist eine interaktive Daily Soap mit Cliffhanger. Und Schröder ist der Top-Verkäufer. Das hat er gelernt. Seine Ausbildung. Hauptschule, dann Ausbildung als Verkäufer. Das ist Schröders Primärsozialisation. Das kriegen Sie nie wieder raus. Das ist diese Pick- und Kloppenburg-Herren-Oberbekleidungsmentalität. Das sind Menschen, die stehen vor erwachsenen Männern mit viel zu kurzen Hosen und sagen, Sie können das tragen. Und wie ein Aalverkäufer auf dem Fischmarkt in Hamburg, so hat der Schröder auch die Steuerreform zum Beispiel durch den Bundesrat gebracht. Da können die nicht mit umgehen bei der Opposition. Die CDU, CSU, die standen wie ein Block vor Schröder, haben gesagt, wir kaufen nichts. Aber da machen sie so einen Mann doch nur heiß. Die kaufen nichts, Eichel, hat Schröder gesagt. Eichel, komm mal mit der Kiste mit den schönsten Aalen nach vorne. Da wollen wir noch mal gucken, wer hier nichts kauft. Ne? Was hast du denn hier? Das ist ein schönes Tierchen. Guck mal hier, was steht denn da? Ein bisschen mehr Forderung für die Mittelstandsvereinigung bei der Steuerreform. Schöne Idee, Eichel. Guck mal, der Brüderle, der zittert schon vor Freude da hinten. Komm, Brüderle, einen kriegst du, oder? Komm, 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 Brüderle. Schnapp, zack, Eichel, du schreibst alles auf. Ne? So, was haben wir denn noch? 1% weniger Einkommensteuer für die Spitzenverdiener. Sehr schöne Idee, auch für uns persönlich, Eichel. Ha? Guck mal, Brüderle sabbert schon wieder da hinten. Komm, komm, Brüderle, einen kriegst du noch, oder? Zack, Brüderle ist im Sack, du schreibst alles auf. So, was haben wir noch? Große Koalition in Berlin. Eberhard, das Diebgehen. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Ja. Ein neues Olympiastadion. Sicher, für dich doch extra. Ne? Und hier, zack, der.